Rolling Stones. Ja, das ist Musik, wir alle sind begeistert. We love rock and roll. Ja, die Stones, immer noch viele Fans, vor allem bei unseren jüngeren Zuschauern. So, und damit kommen wir auch zu unserer Kinderwette. Ja, es klingt unglaublich, aber ich trage es erst einmal vor. Der 13-jährige Schüler Patrick Wonnenjodler aus Ochtersum bei Hildesheim wettet, dass er, und das muss man sich einmal vorstellen, 50 weltbekannte Topmodels nur durch Obacht, Ertasten ihrer Brüste erkennen kann. Ja, das klingt fast unmöglich, aber wir schauen ihn uns doch erstmal an. Hier ist Patrick Wonnenjodler. Und, Patrick? Ich bin mir nicht sicher. Heidi Klum. Nein, das ist falsch. Aber ich denke, wir geben dir noch eine zweite Chance. Dem Patrick. Nochmal? Ja, und jetzt geh mal richtig ran. Pack mal richtig, dass du auch was spürst. Los, komm. Ja? Mhm. Und, spürst du was? Ja, Naomi Campbell. Nein, das ist leider auch falsch. Giselle Bündchen wär's gewesen. Ja, schade. Wette verloren. Aber mach dir nichts draus. Wettkönig hättest du eh nicht werden können. Es ist ja auch die Kinderwette. Zu Hause hat's immer geklappt. Tja, Mutter fühlt sich eben anders an.